dass die anderen leben. Meiner Meinung nach der beste Festakt gewesen sein. Immer der aktuelle. Aber da verweigere ich schlicht die Antwort, denn es waren viel zu viele besondere Eindrücke, als dass man da einen Abend rausgreifen könnte. Vielleicht blättern Sie mal ein Programmheft und lassen die Erinnerungen aufsteigen an unsere Buchhäger-Nächte. Sie wissen ja, erst fangen sie ganz langsam an, aber dann. Jeder ist schön, wohin man auch sieht, und ich singe mit bei fast jedem Lied, denn ich hab einen im Tee. Hey, hey! Also, wenn jetzt spontan der Geist von Marcel Reich-Ranicki in mich fahren würde, dann würde ich sagen, was soll das? Dieser Biografie fehlt doch jegliche Glaubwürdigkeit. Also entweder er spielt Adolf Hitler oder einen putzigen Hasen, aber bitte schön doch nicht beides. Ich kann Ihnen jetzt das Geheimnis verraten. Es gibt einen Grund dafür, dass Christoph Maria Herbst der erfolgreichste deutsche Hörbuchvorleser ist. Er ist der Beste. Maria Herbst, die Figur liebenswert und komisch macht. Komisch ist immer das menschliche Scheitern. Bernd Stromberg will geliebt werden und fehlt dazu inadäquate Mittel. Ja. Dazu kommt Christophs einzigartige Fähigkeit, einen Gag gleichzeitig zu unterspielen und perfekt zu setzen. Das ist eine Kunst, die in Deutschland außer ihm fast niemand beherrscht. Ich nehme den Münchhausen-Preis 2018 an! Ja! Wir haben schon Abend über mich gesprochen. Jetzt lassen Sie uns noch einen Moment über Sie sprechen. Wie fanden Sie denn meinen letzten Film? Den Preis kriege ich ja, wenn ich die Jury richtig verstanden habe, letztlich für mein Handwerk. In meinem Fall ist es vielleicht eher ein Mundwerk.